Ossian ist ein angeblich altgälisches Epos aus der keltischen Mythologie. Diese Gesänge des Ossian hat tatsächlich der Schotte James Macpherson geschrieben. Als namensgebendes Vorbild für die Titelfigur suchte er sich Ossian aus den Sohn des Fionn Mac Cumhail. Inhalt der Gesänge sind episch dargestellte Schlachten und die Schicksale auserwählter edler Helden, die sich meist um die Rettung von Königreichen bemühen. Entstehung: Ein Kritiker aus Edinburgh, Hugh Blair, gab 1760 Fragments of Ancient Poetry heraus. Blair hatte einen Hauslehrer namens James Macpherson dazu aufgefordert, die alten gälischen Gesänge der Heimat zu sammeln. Da dieser nicht wusste, wo er solche finden sollte, schrieb er sie selbst und behauptete, sie aus dem Gälischen ins Englische übersetzt zu haben. Blair war begeistert und vermutete, die vorgeblichen Gesänge aus keltischer Vorzeit seien Fragmente eines Nationalepos, wie es bislang in Schottland noch nicht aufgewiesen werden konnte. Als Verfasser des Werkes identifizierte Blair den aus der schottisch-gälischen Mythologie bekannten Ossian, und sein Held müsse der sagenhafte König Fingal sein. Auf Blairs Drängen hin lieferte Macpherson die epischen Dichtungen Fingal und Temora, die 1762 bzw. 1763 veröffentlicht wurden. Samuel Johnson bezeichnete diese Dichtungen im selben Jahr als nicht authentisch und zweitens dichterisch ohne Wert. 1764 äußerte auch das Journal des Skrivains in Paris ernstliche Zweifel. In einer öffentlich geführten Auseinandersetzung warf Johnson Macpherson pure Hochstapelei vor und forderte ihn auf, Originalmanuskripte vorzulegen. Von dieser Kontroverse nahm das Publikum wenig wahr. Die Gesänge wurden begierig aufgenommen und 1765 inzwischen zu Works of Ossian, vervollständigt, zusammengefasst herausgebracht. Viele Leser der vorromantischen Zeit waren empfänglich für Düsteres und Vorzeitliches und glaubten bereitwillig an die Wiederentdeckung eines Nationalepos, Personen und Orte. Neben dem namensgebenden Ossian, seinem Vater Fingal und seinem Sohn Oscar lässt Macpherson etliche Figuren auftreten, die teils an keltische Sagengestalten angelehnt sind, teils aber auch frei erfunden wurden. Auch die Handlung sollte sind manchmal real, manchmal Fiktion, dazu gehören Fingals Jugendliebe Angandekar, Oscars Verlobte Malvina, Angandekars Vater König Stano von Lochlin, Angandekars Bruder Svaran, Oscars Mörder Kerbar, eine Spiegelung von Kerbar Elifcha und der Heerführer Katalin, eine Spiegelung C.U. Schulens. Die Handlung spielt in Morven, dem Reich Fingals im schottischen Hochland, in Selma, der Burg Fingals in Temora, dem historischen Temeier, und in Lochlin. Internationale Rezeption. Ins Deutsche wurden die Werke Ossians erstmals 1768/69 von dem österreichischen Schriftsteller und Bibliothekar Michael Dennis übersetzt. 1787 veröffentlichte der in pfälzischen Diensten stehende Oberst Edmund von Herr weitere angebliche Gesänge. Luise Otto Peters verfasste eine freie Nachdichtung auf den Ossian. Als Textvorlage für die Oper Amor und Daura des Komponisten Ferdinand Heinrich T. Riot. Weit über die Grenzen Schottlands hinaus begeisterte Ossian eine ganze Dichtergeneration und trug zum Sturm und Drang bei. Herder, ein Philosoph und Sammler von Volksgesängen, brachte seinem Schützling Goethe den Humor des Nordens nahe, der ihn wiederum im Werther zitierte. Durch Teilübersetzungen des Theologen und Dichters Ludwig Gotthard Kosegarten inspiriert, setzten sich die norddeutschen Romantiker Philipp Otto Runge und Friedrich August von Klinkow-Ström mit dem Ossian-Stoff künstlerisch auseinander. In Frankreich gehörten Madame de Staël und Napoleon zu den Lesern und Bewunderern. 1841 reichte der dänische Komponist und Dirigent Niels Wilhelm Garde seine später unter dem Titel Nachklänge von Ossian als OP 1 erschienene Ouvertüre bei einem vom Kopenhagener Musikverein ausgerichteten Kompositionswettbewerb ein und gewann mit dem Werk den ersten Preis. Auch bei einigen Herrschern der Zeit fanden die ossianischen Heldenmythen Anklang. 1811 beauftragte Napoleon Bonaparte den Maler Ingres mit einem Gemälde zu ossianischem Thema für sein künftiges Schlafzimmer im Quirinalspalast in Rom, das 1813 fertiggestellt wurde. Der Sänger erschaut im Traum seinen Vater Fingal, seinen Sohn Oscar, dem gleichnamigen mythologischen Oscar nachempfunden, und dessen Geliebte Malvina.
Die bleibende Popularität des Vornamens Oscar ist übrigens auch auf die Ossian-Rezeption zurückzuführen. Bereits 1801 hatte Bonaparte Aufnahme in den Ossianschen Heldenhimmel gefunden. Anne-Louise Giraud de Triauzon, ein Schüler von David, zeigte den jugendlichen General, der die Gefallenen seines Heeres dem Sänger Ossian, von Adlerflügeln umrauscht und von harfischlagenden Nixen umgeben, empfiehlt. Ausgaben James McPhersons Ossian. Faksimile Neudruck der Erstausgabe 1762 63. mit Begleitband, die Varianten, HSG, von Otto Elle, Jiříček, Karl Winters Universitätsbuchhandlung Heidelberg, 1940. The Poems of Ossian and Related Works, HSG, von Howard Gaskill, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1996, ISBN 0-7486-0707-2. Eine kommentierte deutsche Ausgabe ist 2003 als dritte Band von Wolf-Gerhard Schmidts Dissertation über die Ossian-Rezeption erschienen. Es hat seit 1768 insgesamt 14 ins Deutsche übertragene Gesamtausgaben der ossianischen Gedichte gegeben, darunter die bekannte von Friedrich Leopold zu Stolberg Stolberg, die Gedichte von Ossian, dem Sohne Fingals 3 BDE. Hamburg 1806 BD 1 BD 2 BD 3.